Willkommen zu einem neuen, fantastisch, chaotischen Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam Samuel. Damit mit dabei ist natürlich ein Mann, der seine Körperfunktion im echten Leben kaum unter Griff hat. Kreis. Es ist irgendwie, könnte ein bisschen mein Leben darstellen. Es ist ein bisschen deine Biografie. Geboren mit einem silbernen Löffel im Mund. Eigentlich ist es perfekt. Ich habe meinen Körper nicht im Griff und du bist der Bengel, der Leute bei Starbucks mit Geld beschmeißt. Ich wünschte, ich könnte zu Starbucks. Kann ich mir gar nicht leisten. Im Moment kann keiner zu Starbucks. So viel dazu. Siehst du, ich bin so arm, ich habe auch keine Funktion, irgendwie zu sagen, ich habe meinen eigenen Starbucks. Ich kann Kaffee von Starbucks trinken, wann ich will. Wie dieser Typ mit der Skittles-Maschine im Haus. Wenn ich zu Starbucks gehe, dann machen die mir eine Suppe, auch um 3 Uhr morgens. Ja, so mächtig bin ich. Gut, wir starten auch, jetzt. Aber nur, weil ich aussehe, wie, als hätte ich gar nichts mehr im Leben. Eine Mitleidssuppe. Oh Gott, schauen Sie sich den Mann doch mal an. So, mal eine Suppe. Aber jetzt, wir müssen Sams Leben beginnen. Ja, und ihr da draußen müsst auf jeden Fall bewerten. Auf geht's. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam... Oh, we're not doing that? Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention that he has been receiving from his parents. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend, also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the 3rd year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine or something. Then, Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Alter, das Gesicht, ey. Was keiner weiß, Sam ist, dass dein richtiger Name ist ja Sam. He gathers his strength and makes an effort to get up. Oh, das bin ich. Ja, das bist du. Then he makes another effort to stand up straight. Okay, sehr gut. He's hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Moment, wie ging nochmal gehen? So. Then he takes a left step. Good job, Sam. You're very good at existing. Yay, ich bin gut darin zu existieren. Geil, das für mich war das meine nie Mama so leicht. Auch immer gesagt. Oh. How dare you startle my child? An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. Oh, blinzeln. He has to blink rapidly to regain his vision. Wie geht das nochmal? Say something, Harold. Oh, gee. How is our son going to become a respected politician if he can't fend for himself? I thought he was going to become an actor. Oh, what's the difference? Oh, ja, jetzt noch so Satire, Polizatire. Paying for stuff. So he turns around to pay for his beverage. Los, wir müssen zur Kasse. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht, bezahlen. Weißt du, irgendwann hat man diesen Status, dass man so reich ist, dass man das nicht mehr muss. Ja. So, warte. Hier, nimm Geld. Sam pays the guy 500 Euros, barely covering the coffee. Thanks for the tip, douchebag. Ah. Ah, hier, nimm mehr. Sam decides to hurl another 500 at the guy. Not such a douchebag after all. Sam is hurling stacks of 500 left and right. Willst du ihn weiter mit Geld bewerfen oder soll ich mich umdrehen? Hier, nimm mein Geld. Sam is about to spend his whole weekly allowance on tipping a barista named Tony. Tony, Alter. He really was hit hard in the head. Holy feces. I'll just start my own coffee shop.
Once again, Tony. Sam makes someone quit their job by tipping them too much. Wie er da hinten rennt. Oh. Geil. So, dreh dich mal um. Mehr Geld werfen? Nein, leider nicht. Es war alles. Warte, hör auf, sonst kann ich mich nicht umdrehen, wenn du läufst. Ich würd gern weiter Geld werfen, weißt du, so der Frau hingehen und sagen, zack, hier, du dumme Plunze. In den Kaffeebecher. Oh, ich muss aufmachen, okay. Sam spends a decade making his way out the Hallo, ich war voll schnell. Which is pretty good for a guy with a major concussion. As Sam waggles outside, he sees his girlfriend on the other side of the road. Sam ist ein bisschen maskulin, oder? Ja, die hat so ein bisschen was Toughes. His soon-to-be ex-girlfriend. Kommt aber vielleicht auch von dem Hemd. Meine Nase blutet. This is when a septic tank truck approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Ja, Fäkalien haben auch schon oft mein Leben durcheinander gebracht. Ja, eigentlich täglich. Täglich. Kreis hat sehr viele Probleme mit Stuhl. Und Fäkalienlaster. Alter! Alter, er kotzt! Ja, weil er den Schuh sieht. Der hat eine Schuhphobie. Ach so. Schuhe bringen ihn zum Kotzen. Er ist so ekelhaft. Ja. und da sind wir Matsch. Aber das Fäkalienkennzeichen, das hätte ich auch gern. Das wird ein Kampf, sage ich euch. Das wird ein harter Kampf. Ich sehe einiges auf uns zukommen. Oh Mann. Stell dir mal vor, wir wären irgendwann in so einer Lebenssituation, wo wir uns irgendwie einen Körper teilen. Ja? Oh nein, ja, das wäre so dieses, keine Ahnung, ne, so ein Komet zerschlägt die Erde und dann kommt dieses Schicksalsding. Ihr dürft nur weiterleben. Hier ist der Deal. Ihr dürft nur weiterleben. Wenn ihr zusammen in einem Körper lebt. Manchmal ist das ja schon so, weißt du? Manchmal fühlt es sich zumindest so an. Stell dir mal vor, aber du hättest dann auch noch so die Kontrolle über Penis und Schließmuskel und so Geschichten. Ach du meine Güte. Können wir meinen Körper nehmen, der ist irgendwie besser? Ich weiß nicht, ich hab keinen Bock auf deinen Körper, echt jetzt. Er wird wahrscheinlich länger halten. Aber meiner, du weißt... Meiner ist besser in Form. Das ist ein Höllendeal, deswegen werden wir definitiv meinen bekommen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie fühlt sich das wohl an? Das muss sich schlimm anfühlen. Das ist viel Müdigkeit, sehr anstrengend. Also vom Sofa aufstehen. But a bottle won't be the only thing that will meet Sam's face today. Und du wirst dich mit dem Bauch anfreunden müssen. The ground in hell. Müssen Arme so schwappeln, Kreis? Ich weiß nicht. Ich winke immer mit dem Oberarm. Ich brauche mein Fall. Das ist quasi mein eigener Suit, wenn ich Fallschirm springe. Sam does not like being dead a single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Ey, das ist wirklich... He finds 7 glowing notes in his pocket. WhatsApp-Verlauf von Kitscher-Nachrichten. Ich fühle mich so nackt ohne Bargeld. Kreis, ich fühle mich so nackt ohne Geld. Not the horrible sound of the screaming souls around him. The other horribly irritating sound. Achtung, fallende Menschenschild hier. Have a nice day. Ja. Aber wenigstens, die Hölle ist ja ganz nett. Ja. Ja. The source of the sound is none other than obliteration and oblivion, extermination and extinction, the end, decease and demise, the grim reaper, death. He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam from the info I was provided. Then he takes a second look at Sam, and his eye sockets widen. Holy feces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. For reals? Aight, man, it decided. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency. Followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug life. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Sam decides to check out the rest of hell before doing any deals with supernatural beings.
Warum sagen die immer heiliger Stuhl? Ach du ja, heiliger Stuhl. Nicht. Aber wir müssen auch vielleicht für alle, die es bis jetzt dann noch nicht ganz verstehen, was hier passiert. Wir teilen uns gerade diesen Körper. Ich weiß gar nicht genau, du machst die Beine. Ne, ich mach, glaube ich, das Rückgrat und was im Kopf passiert. Und die Arme machst du, glaube ich, Arme auch. Arme mache ne? ich auch, ja. Ich kann hier mit den Armen, das geht jetzt gerade nicht. Okay, also wir teilen uns diesen Körper. Let's see if we can find a job for you. You get to be... Ooh, a plumber. That'll be all your shreds, dear sir. All right, that sounds fair. Yes. Sam notices that the souls that get into hell are forced to get a job und ein Lenkrad and become functioning souls of society. For most people, this is okay. But for Sam, it's horrifying. Was ist der zweite? He Bankräuber? He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Ich glaube, wir müssen uns umdrehen, oder? Warte mal ganz kurz. Lass mal gucken, was da auf... Du willst dich hier vordrängen, ja. Oder was? Ja, ich gehe. Merchandise, 50%. Aber guck mal hier, der Hölle wird getrennt. Was denkst du, was der Bankräuber wird? Ich weiß nicht. Gärtner? A struggling freelance artist. Ah, okay. That'll be all your shreds, dear sir. Er will nicht freischaffender Künstler. Er ist ja auch der Schlimmste, ja. Dear sirs and madams, take all your concern-related concerns up with upper management. See you in 5 hours. Okay, dreh mal. Okay, ich wollte jetzt... Was hat der denn gemacht? Hat er irgendwie Säure gesoffen? Rauchen ist verboten in der Hölle? He goes back to death and his deal. Guck mal hier, was hat der gemacht? Der hat irgendwie Säure gesoffen. Ja, ne? Der... Ja, oder... Irgendwas Ekliges auf irgendwas steht auch Elo-Mate. Low Elo-Mate. So, hier. He keeps the last shred for the next time he meets the gatekeeper of hell. Whenever that's going to be. Hehe. Aight, bro. I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking in rhymes now. Psh. Echte Soundeffekte. Sam has just traveled through time, space and logic and finds himself fully alive and more importantly rich again. A schönes Haus. His joy house. Is only dimmed by the fact that he can't move at all. This is when he shows up. Death. Yo, yo, yo! Oh, yeah, you look horrible. I mean, you look great, bro. You be okay? Can you hear me? Blink twice if yes. Okay, oh, ich muss blinzeln. Zweimal. Oh, cool. You be alive. Everything be fine. Alright, so, oh, ich muss weiter blinzeln. This is the dealing biz. All your body functions be manual, so you kinda have to do stuff on purpose. You'll be turning kinda blue. Might wanna consider breathing. Atmen? Oh Gott. Oh Mann, jetzt wird's schwer. Oh, jetzt wird's echt schwer. Ausatmen? Alright, bitchin. You be blinking and breathing, that be bitchin. So, all right, go survive for a day, and I'll let you live normally for the rest of your life. If you somehow die within the next 24 hours, you'll go to hell and I'll keep your shreds forever. I'll be over there doing kickflips if and you need me. Once again, Sam has to make an effort to get oh, up. Man. Oh, this man. Time, he has to focus on his spine. Okay, okay. Okay, okay, wir kriegen das hin. Kannst du schon laufen jetzt? Nee, aber ich muss ganz kurz atmen. Lass mich eben einmal ganz kurz again, atmen und blinzeln. Has to remind himself how to walk. Oh, by the way, dude. Oh, Alter. You're getting late for work. Sam does something that Alter, was andere, Junge. Ja. Gonna do a kickflip now. Sam tries out a strange maneuver by stepping oh, with the same der muss harte Bällchen haben. Skateboard. Ich spüre meine Hoden nicht mehr. Ich spüre sie nicht mehr. Es juckt so, Sam es juckt has some so. Trouble with his oh. Oh, oh. And has to focus on his spine. Okay, jetzt wird's schwierig. Moment. Sam holds on to that tooth. Du darfst nicht like atmen. Jetzt.
Okay. Ich muss blinzeln. Kann ich ausatmen? Moment. Warte, ausatmen. Oh nein, ich hab eingeatmet. Nein! Ich ersticke. Wir verschlucken uns. Ich kann nicht einatmen. Okay, okay, ich hab's raus. Warte, ausatmen. Ich atme kurz ein. So, und jetzt. Okay, okay. Ausatmen. Atme, spucke. Ausspucken. Ja, ja. Okay. Ausatmen. Ein. Ein. Oh. Okay. With clean teeth, Sam is ready to smile. He won't for at least 24 hours, though. So, warte, jetzt pinkeln. Sam tries to take a leap. Oh nein. Oh nein, okay. nein, okay. Rüber. Wir kippen um. Hey, dude, have you seen my... Na, du darfst dich drücken, Doch, ich muss drücken. Ich hab jetzt in der Mitte. Jetzt musst du drücken. Ja, jetzt musst du dich. Du musst jetzt so zu dir ziehen und ich zu mir in der Mitte. Okay. Oh Gott, das ist unmöglich. Es geht alles daneben. Oh Gott. Du musst zärtlicher drücken. Haben wir ausschaut. Okay, ich muss blitzen, ich hab Pippi im Auge. Vergiss das Atmen nicht. Ach jo. Okay. Okay. Warte. Oh, Moment. Was? Moment. Sam, ich mach Seife. Okay. Ich hab Seife. He looks like a mantis that's trying to explain to someone how a bicycle works. Ja. Wir müssen gedrückt halten, quasi. Okay, das läuft. Atmen. Ach, okay. Ausatmen. Was jetzt? Wir werden nicht sauberer. Warte. Mehr Seife. Ach so, mehr. Ah nee, Gesicht, Haare, irgendwie so eine Mischung. Atmen. Was fehlt denn noch? Ich weiß nicht. Gib mir deine RB. Rote Augen. RB. Sam. Oh. Okay. Dreh dich um. Ah, oh nein. Ah. Das ist doch, also wirklich, ist doch kein Problem. Wir kommen nur ein leicht durchs Leben. Your spring, Sam. It matters. Ah. Wie regelmäßig ich atme. Guck mal. Clean and empty. Sam decides wie im echten Leben, ne? Ja, wie, also ich kann atmen und blinzeln. Ich bin richtig stolz. Friggin' Skateboard. So, warte. Moment. Er macht Kickflips. Sam can open doors now. Clever boy. Der hier. Schau dir mal die Bilder an. Ich muss ordentlich blinzeln. Ich habe keine Zeit für Kunst. Ich muss atmen. Hast du mal geatmet und dir dabei Kunstwerke angeschaut? Nein, nein, ist unmöglich. Hast recht. Weißt du, wie schwer das ist? He picks a pair of blue jeans. Okay, warte. Ein Bein. Moment, warte, stabilisieren. Ich muss hochziehen. Sam successfully puts on his pants. Will sich selbst irgendwie einen blowen. He proceeds to find a jacket. Only the ich habe schon 200 Mal geblinzelt. He settles for a mediocre one. Warte. Hier. Ich muss den Arm rein. Jetzt hier. Warte, ich blinzel kurz zwischendurch. Sonst ja, aber die Luft. Fully clothed, okay. Sam is ready for the day. P.S. Können wir den Safe? Nee, du musst dich drehen. You're impressing no one, Sam. Du beeindruckst niemanden mit deinem Spagat. Ich finde das schon sehr beeindruckend. Ich auch. Warte. Zurück. Was denn? Zurück. Dreh dich. Atmen. Ach, drehen. Moment, ich muss atmen. Du musst aufstehen, sonst kann ich mich nicht drehen. Moment hier. Warte. Hier war eben was mit Schuhen. Jetzt nochmal drehen. Jetzt. Hä? Ah. Okay. He puts on his shoes, living the dream of having shoes on. Oh Gott, Alter. Muss ich konzentrieren. Oh Gott, ich lebe den Traum, Schuhe anziehen. Boah, weißt du, wie schwer das noch nein. Wird nachher? Weißt du, was wir noch für tolle Abenteuer erleben müssen? With great precision. Oh Gott, nein! Oh Gott. Used to hurling money okay. Ich bin weich gelandet auf Geld. Alles gut. Ich bin sehr weich auf Geld gelandet. Auf Geld. Ja, mein Geldteppich. Flappy Rooster is warum müssen wir sowas spielen? He has no time for playing with a Flappy Rooster right now, though. Nein? Okay, geht gerade nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht aufhöre einzuatmen?
Meine Hand zuckt hier so ein bisschen. Meine Hand zuckt hier so ein bisschen. Following the story, was war denn das? Atme! Escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to. Hey Lucy, I'm home. Oh, hey dude. Ich hab ganz kurz zu lange ausgeatmet. Du darfst nicht zu lange ausatmen. Kreis, was machen die da oben? Ich weiß nicht, das ist Darstellung von. Nicht zu lange zeigen, sonst müssen wir das angeben auf YouTube. Ja, ja, eben. Schnell wegrennen, schnell wegrennen. So bescheuert. Aber man könnte es den ganzen Tag machen, ne? Ja, aber die Folge ist vorbei. Oh nein, Frühstück beim nächsten Mal, Leute. Beim nächsten Mal gibt's Frühstück und Leben. Kannst du Pause drücken? Damit ich die ganze Zeit atmen muss. Oh. Oh, okay. Gut, lass eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wiedersehen.